Die Smeura in Rumänien ist das größte Tierheim der Welt. Tausende Straßenhunde leben hier, die meisten gerettet aus staatlichen Tierheimen. Seit 2013 gibt es ein Gesetz. Werden die Tiere nach 2 Wochen aus dem Tierheim nicht abgeholt, sollen sie getötet werden. Am meisten ärgert mich diese Situation, dass du in Wirklichkeit eine total gute Lösung greifbar in deiner Nähe hast. Nämlich die Tiere zu kastrieren. Man bevorzugt stattdessen, die Hunde einzufangen und sie dann auf brutale Art und Weise zu töten. Tierschützer versuchen durch Kastrationen die Hundepopulation in den Griff zu bekommen. Die Straßenhunde sollen nach Deutschland vermittelt werden. Wird es auch für diese Hündin bald ein neues Zuhause geben? Einen Namen hat sie nicht, nur eine Nummer. 44330. Die 3-jährige Hündin lebt seit 6 Wochen in der Smeura in Rumänien, dem größten Tierheim der Welt. Mit rund 5500 anderen Hunden lebt sie auf dem Gelände einer ehemaligen Fuchsfarm. Die Smeura umfasst 4,5 Hektar, etwa 4,5 Fußballfelder. Seit 20 Jahren retten deutsche und rumänische Tierschützer Hunde von der Straße oder aus staatlichen Tierheimen und bringen sie hier unter. Viele Hunde sind nur ein paar Wochen oder Monate hier. Manche sogar Jahre. Für das Wohl der Tiere sorgen über 100 Tierpfleger und Tierpflegerinnen. Jeden Tag brauchen die Hunde 2,8 Tonnen Feucht- und Trockenfutter. Eine Ladung, die in 4 Kleintransporter passt. Gib mir mal den Sack hier bitte. Tierpflegerin Nicoleta Radu ist mit Hunden aufgewachsen. Die Rumänin arbeitet seit 15 Jahren in der Smeura. Es ist 8 Uhr morgens. Die erste von 2 Fütterungen beginnt. Nicoleta Radu kümmert sich um Reihe 10 mit etwa 130 Hunden. Darunter auch Hündin 44330. Die meisten Hunde in der Smeura zeigen ein auffälliges Verhalten. Die Arbeit mit ihnen ist nicht ganz ungefährlich. Ich war schon an Hunde gewöhnt, der Umgang mit ihnen war kein Problem. Aber hier war es so, dass ich zu ihnen hineingehen musste, um Kontakt aufzunehmen. Das waren für mich ja fremde Hunde. Aber mittlerweile sind wir wie eine Familie. Als ich das erste Mal zu ihnen reinging, spürte ich Angst und war vorsichtig. Ich dachte, das schaffe ich nicht. Wenn wir zu ihnen hineingehen, dann müssen wir erst mit ihnen reden. Wir dürfen nicht mit ihnen schimpfen, nur so kommen wir uns näher. Weder wir sollten Angst vor ihnen haben, noch sie vor uns. Hündin 44330 wurde von Tierschützern aus einem städtischen Tierheim im 50 Kilometer entfernten Skornicest gerettet. Sie war geschätzte 3 Jahre alt und in einem schlechten Zustand. Abgemagert und von Parasiten befallen. Wie sie damals in dem Tierheim gelandet ist, weiß niemand. Die meisten Hunde wurden misshandelt, waren unterernährt oder verletzt, als sie hier eintrafen. Ich erwarte nichts von den Hunden.
Ich bekomme hier mein Gehalt, ich mache die Arbeit, weil ich sie mag. Wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich nicht mehr hier arbeiten. Ich bin hier geblieben, weil es mir Spaß macht. Und vor allem, weil mir die Hunde sehr ans Herz gewachsen sind. Die Smeura wird vom deutschen Tierschutzverein Tierhilfe Hoffnung betrieben, der sich ausschließlich über Spenden finanziert. Ziel der Tierschützerinnen und Tierschützer ist es, so viele Hunde wie möglich an Partnertierheime ins Ausland zu vermitteln. Die meisten davon nach Deutschland. Damit so viele Hunde wie möglich ein neues Zuhause finden, ist der Verein auf Unterstützer angewiesen, wie Annette und Norbert Müller aus Bad Dürrheim in Baden-Württemberg. Sie erfuhren per Zufall vom größten Hundetierheim der Welt. Ich hatte früher einen Zuchthund und wusste noch nicht von diesem Hundeelend auf der Welt und auch eben speziell in Rumänien. Und als mein Zuchthund damals krank war, habe ich beim Tierarzt einen Flyer gefunden über die Smeura, über die Tierhilfe Hoffnung. Dann haben wir gesagt, wir wollen da helfen und unser nächster Hund ist auf jeden Fall von da unten. Mittlerweile haben Annette und Norbert 4 Hunde und 4 Katzen. Alte und junge Tiere, die mit ihnen im Haus leben. Alle aus Rumänien adoptiert. Ich liebe die Hunde, ich liebe eigentlich alle Tiere. Ich fütter hier Katzen in der Scheune hinten. Das sind wie Streuner, die fange ich ein, lasse kastrieren, sichere sie ab mit Futterstellen. Ich fütter da hinten den ganzen Winter die Vögel. Also ja, ich mache einfach ganz viel, alles was ich. Du bist die Mutter der Tiere. Und sehe. Ja. Das Ehepaar Müller sammelt für die Smeura seit 4 Jahren Tierfutter und andere Sachspenden. Die Futterspenden bringen meist Freunde und Hundehalter aus der Nachbarschaft vorbei. Ja, herzlichen Dank, Mensch, das war echt viel. Dankeschön. Könnt ihr uns ja ein Bild schicken? Viele Leute, die uns was bringen, die kennen wir gar nicht. Die wissen nur, dass wir dieses Rumänien-Projekt machen. Das war auch mal in der Medien, in der Zeitung war es einmal publik gemacht worden letztes Jahr. Und ja, wir sind das ganze Jahr Sammelstelle für Tierfutter. Und da freuen wir uns natürlich drüber. Ein- bis zweimal pro Jahr fahren sie mit ihrem Transporter nach Rumänien. Dieses Mal kommen Spenden im Wert von 2.500 Euro zusammen. Das sieht ja gut aus. Eine Tonne Futter haben wir. Eine Tonne. Super. Norbert ist im Ruhestand, Annette arbeitet halbtags in einer Kita. Ihre freie Zeit stecken beide nicht nur ins Spendensammeln, sie vermitteln auch selbst Hunde aus Rumänien. Wenn wir hier Interessenten haben, dann frage ich immer, wie stellt ihr euch den Hund vor? Es gibt ja leider, muss man sagen, für jeden Geschmack gibt es da einen Hund. Ja? Und dann kann man eben sagen, Männchen, Weibchen, das ungefähre Alter, die Größe natürlich spielt eine Rolle, lange, kurze Haare, ein heller, dunkler Hund. Und dann hat man ja so eine Eingrenzung und sucht dann eben nach diesen Tieren und macht dann Vorschläge. Wenn ich da im Shelter stehe, das ist so schrecklich, wenn man jetzt 2, 3 rauspicken soll von so vielen, würde ich sie ja am liebsten alle retten wollen. Und das geht ja nicht. Dann muss der Verstand wieder sagen, also jetzt so und so ist die Situation, so ist der Wunsch der Leute und dann nimmt man eben welche. In den letzten 1,5 Jahren hat das Ehepaar 60 Hunde an Menschen in Deutschland und der Schweiz vermittelt.
Von Bad Dürrheim geht es für Annette und Norbert nun 1700 Kilometer nach Rumänien in Richtung Moschwaja, die Gemeinde, in der die Smeura liegt. Hündin 44330 wird schon bald ihr neues Leben in Deutschland beginnen. Sie kommt in ein Tierheim in Sachsen-Anhalt. Von dort soll sie schneller eine neue Familie finden. Für ihre derzeit einzige Bezugsperson, Tierpflegerin Nicoletta Radu, beginnt nach knapp 9 Stunden Arbeit der Feierabend. Nicoletta wohnt in der Nähe der Smeura in Moschwaja. Die 45-Jährige ist geschieden, ihre 2 Töchter hat sie allein großgezogen. Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich mich erstmal um, liege ein bisschen im Bett, checke mein Telefon, surfe ein bisschen im Netz. Ich schalte Musik ein, das entspannt mich. Ich bin Single. Hobbys habe ich keine. Ich gehe nur zur Arbeit, komme nach Hause und erledige meine Hausarbeit. Manchmal gehe ich am Wochenende zu meinen Töchtern oder sie kommen zu mir. Mehr brauche ich nicht. Nicolettas Leben spielt sich vor allem in der Smeura ab. Der nächste Morgen, seit 8 Uhr ist die Tierpflegerin wieder im Einsatz. Die Box von Hündin Nummer 44330 muss wie alle anderen auch jeden Tag gereinigt werden. Mehrmals am Tag geht Nicoletta durch ihre Reihe. Sie ist für 130 Hunde zuständig. Früher gab es eine Menge Straßenhunde. Aber weil die Leute sie von den Straßen verjagt haben, gibt es jetzt nicht mehr viele Streuner. Nur hier und da welche. In der Straße, in der ich wohne, sieht man 2 oder 3 Hunde. Mehr nicht. Seit Jahren holen Hundefänger die Tiere von der Straße und bringen sie in staatlich betriebene Tierheime. 2013, nachdem ein Junge von Hunden totgebissen wurde, gab die Regierung per Gesetz die systematische Tötung der Straßenhunde frei. Das sogenannte Tötungsgesetz erlaubt den Betreibern der Heime, streunende Hunde zu fangen und sie dann einzuschläfern. Tierschützer kritisieren schon lange diese Vorgehensweise. Das Filmteam bekommt eine Drehgenehmigung im Tierheim Mialesht in der Nähe von Bukarest, betrieben von der rumänischen Tierschutzbehörde ASPA. Hier leben derzeit rund 1500 Hunde. Sie werden von staatlichen Tierfängern hierher gebracht. Andrej Mina Dragic ist der Direktor der Tierschutzbehörde ASPA und führt durchs Tierheim. Nach eigener Aussage kümmert er sich auch um die Unterbringung der Hunde. Für jeden gefangenen und getöteten Hund erhalten staatliche Tierheime rund 70 Euro. Bezahlt aus den Kassen der Stadtverwaltungen. Diese wiederum bekommen Gelder aus Fördertöpfen der EU. Es gibt eine spezielle Gesetzgebung für streunende Hunde, die jedes öffentliche Tierheim dazu verpflichtet, Hunde nach 14 Tagen einzuschläfern, wenn sie niemand adoptiert oder zurückfordert. Laut rumänischem Tierschutzgesetz müssen die Hunde bis zur Tötung artgerecht gehalten werden. In den engen, kargen Boxen wirken die Hunde verängstigt und traumatisiert. Tierpflegerinnen und Tierpfleger in Aktion sind nicht zu sehen. Die Zustände in den staatlichen Tierheimen sind in der Kritik. Rechtfertigungsversuche vom ASPA-Direktor. Seit 2017 hat ASPA die Strategie neu ausgerichtet und den Schwerpunkt auf das Leben und nicht den Tod gelegt. Infolgedessen wurde seither kein Hund mehr eingeschläfert, bis heute, außer aus medizinischen Gründen.
Laut einem Bericht des Rathauses Bukarest sind in den drei Tierheimen der ASPA in den vergangenen 4 Jahren rund 1200 Hunde verstorben. Offiziell wurden davon 236 getötet. Zum Vergleich, in der Smeura, in der 4-mal so viele Hunde leben, sind etwa 100 verstorben. Nur 14 davon wurden aus medizinischen Gründen eingeschläfert. Für den deutschen Tierschützer und Mitbegründer der Smeura, Matthias Schmidt, sind diese Zahlen Beweis genug. Das Schlimme ist einfach, dass es hierzulande keine städtische Einrichtung gibt, die nicht tötet. Jede Tötungsstation tötet die Tiere auch. Dass niemand kontrolliert, für welche Zwecke die Stadtverwaltungen die EU-Fördergelder ausgeben, ärgert ihn maßlos. Dabei müsste man die Hunde gar nicht töten, um die Zahl der Straßenhunde zu reduzieren. Am meisten ärgert mich diese Situation, dass du in Wirklichkeit eine total gute Lösung greifbar in deiner Nähe hast. Nämlich die Tiere einzufangen, die Tiere zu kastrieren, die Tiere entweder als kastriertes Tier wieder freilässt oder an die Tierhalter zurückgibst. Und man bevorzugt stattdessen, die Hunde einzufangen, sie in Tötungsstationen zu beherbergen und sie dann auf brutale Art und Weise zu töten. Regelmäßig fährt er mit einem ausrangierten Krankenwagen in abgelegene Regionen und bietet den Einwohnern kostenfreie Kastrationen für deren Tiere an. Das sind schon die ersten Leute, die da sind und die warten, dass es losgeht. Matthias Schmidt ist seit 20 Jahren Tierschützer und pendelt fast alle 2 Wochen zwischen Deutschland und Rumänien. Der gelernte Krankenpfleger arbeitet mittlerweile Vollzeit für den Verein Tierhilfe Hoffnung. Wollen Sie Ihre Katze hier hineinlegen? Die Kastrationen, vor allem der Hunde, soll die unkontrollierte Vermehrung stoppen. Jeder Haushalt hat hier im Schnitt 1 bis 3 Tiere. Die Welpen landen häufig ausgesetzt auf der Straße. Dieser Mann hat seine Katze mitgebracht. Der unkastrierte Bichon, seines Sohnes, wartet derweil im Auto. Das ist das perfekte Alter, ihren Hund kastrieren zu lassen. Hallo Junge, mein Sohn. Ich bin in Birla, die Katze impfen. Kastrieren. Willst du den Hund auch kastrieren lassen? Nicht? Nein, okay. Gut. Er will es nicht. Das ist das Problem, was wir ganz häufig erleben, dass halt viele Leute, gerade wenn es so ein bisschen Rassehunde sind oder wenn es kleinere Hunde sind, sie dann sagen, den brauchen wir nicht kastrieren. Und er gehört jetzt leider auch zu den Leuten, die ganz genau das sagen. Kastrierter Hund ist kein richtiger Hund. Pro Tour kastrieren sie ungefähr 30 Tiere. Matthias hat die Mission, die Bevölkerung vom Sinn einer Kastration zu überzeugen und sie über den artgerechten Umgang mit Tieren aufzuklären. Als wir hier ankamen, gab es einige Probleme und auch wirklich viel Gegenwehr. Zum einen wurden wir belächelt und es wurde gesagt, hier, wir haben 1000 andere Probleme. Was wollt ihr euch jetzt für die Straßenhunde einsetzen? Das Engagement der Tierschützer führt dennoch nach und nach zu einem Umdenken. Immer mehr Menschen nehmen das Kastrationsangebot der Tierschützer für ihre Tiere an. Nach dem Eingriff dürfen die Halter ihre Tiere direkt wieder mit nach Hause nehmen. Die Narkose wirkt aber noch ein paar Stunden nach. Die Hündin hat 2-mal pro Jahr Welpen bekommen. Gut, dass Sie es gemacht haben. Vorher habe ich die Welpen auf der Straße ausgesetzt und jetzt muss ich das nicht mehr machen.
Von 3 Welpen habe ich einen verschenkt, 2 habe ich noch zu Hause. Matthias Schmidt und sein Team haben in den vergangenen 20 Jahren knapp 200.000 Kastrationen durchgeführt. Das klingt viel, ist bei rund 6 Millionen Straßenhunden aber zu wenig, um dauerhaft wirksam zu sein. Ohne ein Gesetz, das Kastrationen statt Tötungen finanziell fördert, bleibt es für die Tierschützer ein aussichtsloser Kampf. Wir können das ohne die Gesetzesänderung nicht verändern. Selbst wenn wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage durcharbeiten, es wird nicht gelingen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Studien beweisen, dass nicht Tötungen, sondern nur Kastrationen auf lange Sicht die Straßenhundepopulation eindämmen. Um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, macht der Tierschützer mit einer Kollegin auch spontane Hausbesuche. Wir haben 3 Hunde, wir sind reich. Naja, ich möchte sie nicht kastrieren lassen. Guten Tag. Hallo. Haben Sie Hunde oder Katzen? Wir möchten Ihnen gerne kostenlose Kastrationen anbieten. Nein, nicht bei mir im Haus, danke. Schönen guten Tag. Können Sie zum Tor kommen? Wir sind vom Tierschutzverein. Nein, danke. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Dankeschön. Wenn sich was ergibt, benachrichtige ich Sie. Sie haben 4 Hunde? Ja, Sie haben mir den Zaun zerbissen. Bulle, Max, du? Ja, genau. Hi, Max. Max. Sie beißen nicht. Keine Sorge, sie beißen nicht. Das kann ich garantieren. Sie sind nicht aggressiv, deshalb würde es mir leid tun. Wollen wir ihn kastrieren? Sie sind doch bei der Polizei registriert. Wollen Sie ihn kastrieren lassen oder nicht? Ich will ihn kastrieren lassen. Alle wollen es, außer ihn. Können Sie mir garantieren, dass nicht irgendwas passiert? Es passiert doch nichts. Es passiert nichts Schlimmes. Wo machen Sie das denn? Im Auto? Ja, im Auto, in einem Van. Es ist eine mobile Klinik. Lassen wir doch Max kastrieren. Es ist gratis. Ja, okay, ich mache es. Ja, ich sehe, er ist endlich einverstanden. Ich glaube, man muss dem Hund aber noch eine Narkose geben. Nach einer halben Stunde Überzeugungsarbeit gibt der Hundebesitzer schließlich nach. Warum haben Sie ihn jetzt doch kastrieren lassen? Sie vermehren sich zu schnell. Was soll ich machen? Ich kann ja die Welpen nicht wegwerfen. Ja, toll machst du das. Super. Du bist ein Feiner. Etwa 10 Minuten wird der Eingriff im Kastrationsmobil dauern. Dem Rüden werden beide Hoden entfernt. Mit 18 Jahren betrat Matthias Schmidt das Gelände der Smeura zum ersten Mal. Damals noch eine brachliegende Fuchsfarm. Was er dort sah, veränderte sein Leben. Als ich das erste Mal auf dieses Gelände der Smeura kam, haben wir in der Mitte der Smeura 2 tiefe Erdlöcher gesehen. Die städtischen Hundefänger haben die Hunde in die Smeura gebracht. Die haben die von den Pickups aus in diese Erdlöcher geworfen. Und in dem Moment, wo diese Erdlöcher zur Hälfte voll waren mit Hunden, da haben die den Bagger genommen, haben das zugeschüttet und haben wenige Meter daneben ein neues Loch ausgehoben und die Hunde quasi lebendig begraben. Nach diesem Erlebnis entschied Matthias, dass er das Töten beenden will und errichtete auf dem Gelände ein Heim für Hunde mit dem Ziel, den Tieren im Ausland ein besseres Leben zu schenken.
Besseres Leben, das beginnt bald auch für Hündin 44330. Sie darf die Smeura in Richtung Deutschland verlassen. Matthias Schmidt hat sie und andere Hunde an ein Tierheim in Sachsen-Anhalt vermittelt, weil sie dort schneller eine neue Familie als in Rumänien finden. Zum letzten Check in der Tierarztpraxis müssen Matthias Schmidt und Nicoletta Radu die Tiere tragen. An der Leine gehen kennen sie noch nicht. Alles gut? Ja, alles gut. Super, dann gehe ich gleich weiter zum nächsten Check, ja? Vielen Dank. Bene, mulțumesc. Ist sie in gutem Zustand? Wie sieht es aus? Sie ist in einem einigermaßen guten Zustand. Ja, es sieht gut aus. In diesem Fall ist es gut. Nicht sehr gut, aber gut. Perfekt, gut. Dann nehmen wir doch noch ein Bad und dann machen wir sie fertig für die Fahrt. Brav bist du. Alte Hunde haben es schwerer, vermittelt zu werden als jüngere, wie 44330. Wir machen alles richtig für dich. Ich hoffe, sie bekommt keine Angst. Nein, nein. So. Lege ich sie auf den Tisch? Ja, denn sie muss nun getrocknet werden. Bleib stehen. Nein, bleib hier. Wir trocknen sie. Ist ja auch alles neu. Also das ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie eine Badewanne gesehen hat. Und jetzt sind wir drei Menschen und bürsten, baden, vorbereiten. Das ist schon ein ganz schönes Tagesprogramm jetzt heute für sie gewesen. Baden ist schön, trocknen nicht so, gell? Sie glänzt. Ja, sie ist glänzend. Während Hündin 44330 frisch frisiert auf die Ausreise wartet, kommen Annette und Norbert Müller, das Ehepaar aus Bad Dürrheim, mit den Futterspenden in der Smeura. Hey Claudio! Oh, cool! Oh, jetzt ist gut. So, jetzt. Cool. Jetzt sind wir da. Habt ihr eine gute Fahrt gehabt? Alles okay, ja. Perfekt, kommt rein. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich, dich wiederzusehen. Das Ehepaar ist spät dran. In Rumänien angekommen, mussten sie mehrmals die Fahrt unterbrechen. Wir haben Straßenhunde gefüttert und ein Verletzter war dabei. Der hat ein gebrochenes Bein, das bestimmt angefahren war. Wir wollten den gerne einfangen und mitnehmen hier zur Klinik, aber er war scheu. Hat nicht geklappt. Wir haben Tierschützer gebeten, sich um diesen Hund zu kümmern. Wir haben Medikamente gekauft beim Veterinär und haben es denen gegeben, damit sie den ruhig stellen können mit dem Futter und dass sie dann transportieren können und die Klinik bringen können. Also das denke mal, wenn der nochmal auftaucht, dass der auf jeden Fall von den Tierschützern gefunden wird. Oh, wow, da habt ihr gut vollgeladen. Alles für euch. Urlaub macht das Ehepaar aus Baden-Württemberg seit Jahren nicht mehr. Die Hunde sind für sie alles, was zählt. Viele sagen, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wir geben viele Tropfen, sage ich jetzt mal. Und das ist das Wichtige. So muss man es einfach sehen, ja. Jedes Gramm Futter, das wir gespendet oder geschenkt bekommen, müssen wir hier in Rumänien nicht kaufen. Also von dem her ist das großartig und wirklich eine ganz tolle Hilfe. Der nächste Morgen, 5 Uhr in der Früh. Für Nicolettas Schützling, Hündin 44330, beginnt die Reise in den Osten Deutschlands. 17 Stunden Fahrt mit dem Transporter hat sie vor sich.
Mit ihr reisen 29 weitere Hunde. Pro Jahr vermitteln die Tierschützer der Smiura 3.000 bis 4.000 Hunde nach Deutschland. Tendenz steigend. Trotz der Routine ist es für Nicoletta Radu jedes Mal ein emotionaler Moment. Ich bin schon auch traurig, aber es ist auch eine große Freude, weil es dort bestimmt besser ist. Hallo, mein Mädchen, hier bin ich. Deshalb weinst du? Komm zu deiner Mama, jetzt ist es gleich soweit. Der erste Schritt in Richtung Freiheit. In Deutschland wird Nummer 44330 endlich einen Namen bekommen. Ausgestattet mit den nötigen Papieren werden alle Hunde in einem Tierheim in Sachsen-Anhalt untergebracht, in der Hoffnung, dass die Tiere möglichst bald adoptiert werden. Da ist er. Schau mal, ihr Prinzessin. Eine Woche später. Die Hündin mit der Nummer 44330 heißt jetzt Rico. Eine neue Familie hat sie noch nicht, aber der Auslauf an der Leine klappt mittlerweile schon ganz gut. Viele rumänische Straßenhunde werden nicht so viel Glück haben wie Rico, denn eine Änderung des Tötungsgesetzes ist nicht in Sicht.